Jo, hallo liebe Leute, heute mal Blameless, ein Horrorspiel, was ich schon vor, ich will jetzt nicht sagen Halloween bringen wollte, aber irgendwie schon. Ihr seht schon, ich habe schon mal angespielt, um genau zu sein, 4 Stunden, steht bei Steam. Warum, erkläre ich euch während des Spiels Verlauf. Und ich hoffe, ich komme überhaupt mit der Steuerung klar. Ich mache jetzt mal ein neues Spiel. Ja, das ist nicht schlimm. Das ist aber ja. Die Story. Freelance. Erzähle ich euch auch noch. Achso, das E gedrückt hat. Gut. So. Also es geht so um einen Architekten, der da hingelockt wurde und ja. Und eben aufwacht und Kopfschmerzen hat und Blut sieht und alles mögliche. Also er wurde im Grunde genommen übers Ohr gehauen, wenn man so will. Und ich hoffe, es lädt jetzt nicht 8 Minuten wie davor. Ich hoffe es einfach mal. Ihr werdet. Oh je. Yeah. Oh, doch. 2 FPS. Nein, nicht wirklich. Wirklich jetzt. Aber es hat immerhin schon länger gelernt. Weil ich habe nur so lange gebraucht. Wirklich. Ich habe eine Weile in diesem ersten Raum hier festgesessen. Und ihr seht auch, dass das backt ganz schön. Und ich hoffe. Ich hoffe einfach, dass diese Aufnahme diesmal irgendwie bleibt. That hurt. Ja, das hat weh, ich weiß. Ja, schön. Sinn für dich. Oh, das habe ich gar nicht gesehen beim letzten Mal. Oh, ach, das ist der Punkt. Ah! Klick drauf, du Vollpfosten. Alter. Nimm diese scheiß Fragezeichen. Achso, das ist, glaube ich, ein Handy, ne? Ja. Horrorspiel 2.0. Ah ja, jetzt krieg ich ein B. Alles klar. Hier speichert. Das ist Sinn für dich. Hallo. Ich bin froh übrigens über die 7-6 FPS, die ich habe. Normalerweise hatte ich in diesem Spiel 80% null. Deswegen könnt ihr euch vorstellen, dass dieses Spiel damit nicht spielbar war. Sondern, ja, wie soll ich sagen? Ein bisschen, er hat irgendwas genommen, ich weiß nicht was. Ich kriege nur diese scheiß Musik. Ich brauche das doch nicht angucken, oder? Wir rasseln jetzt hier durch. Sonst stehen wir noch ewig und versuchen, dieses scheiß Ding da aufzumachen. So, ich weiß nicht, ob ihr das bei mir gut sehen könnt. Ja, hier, mach mal. Ah ja, das Licht. Aktionen durchzuführen. Achso, oh, okay, ich mach. Alles klar, gut. So, die schmeißen wir mal hier mit hin. Genau, machen wir hier. So, wir suchen uns das jetzt den Scheiß hier zusammen. Und ich weiß. Ja. Mein Rechner heißt übrigens Buggy und nicht ohne Grund. Ja. Und ich habe wirklich 14 Minuten hier gesessen, teilweise gemalt einfach, weil ich nichts Besseres zu tun hatte und es einfach bei 0 FPS war. Stellt euch das vor. Horrorspiel quasi 2.0. Das ist ein Horrorspiel definitiv, weil ich einfach naja, schlecht nicht bin, sondern einfach nur. Ach, der Stab ist zu locker, Gott. Frieden. Also ihr weiß, das ist dann so. Wo ist jetzt mein Punkt? Ach da, Gott. Der ist so mickrig, dieser Punkt. Jedenfalls ging es nicht so richtig und deswegen habe ich so 14 Minuten allein bei einem Durchgang gebraucht und habe dann geschafft, rauszukommen. Also nicht ganz raus, sondern ja. Ja, schmeiß hin, ich brauch dich nicht mehr. Also ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, spiel mal vor, dann kann ich alles und es sieht so leicht aus, weil ich keine Rätsel kann oder so. Sondern, nee. Es liegt wirklich nur daran, dass Buggy hier das nicht gemacht hat. Und jetzt krieg ich doch mal hier, bitte. Dankeschön. Hat es gerade hier irgendwas geflüstert? Der Sound ist mir nämlich neu. Shit, it's dark. Ah. Gott, du hast mich jetzt erschreckt mit dem Shit, it's dark. Gott. Also ich bin für Horrorspiel wahrscheinlich nicht gemacht. Auch wenn ich... Ja, gut, alles klar. What the hell was that? Das weiß ich auch nicht, mein Freund. Vielleicht soll ich auf die Knie gehen und weiter rutschen. There we go. Ja, bitte. Na dann, hüpf runter. Hüpf runter. Erstmal Boden knutschen.
Oh, schau das euch mal an. Mal gucken. Können wir uns die Brieftasche angucken? Ich konnte sie mir mal angucken. Ja, da steht ein B, aber der speichert nur. Ah! Ätzend. Du seid hier sogar bei diesem Stück schon B an. Ich hoffe überhaupt, dass die Aufnahme überhaupt mal gespeichert war. Also mein Ton war gespeichert, aber der Rest nicht. Okay. Lassen wir diesen Scheiß hier stecken. Und guck mal, wo ich die Zange herbekriege, ne? Müssen wir hier irgendwo, ich weiß, wie es inzwischen hier so halb abläuft. Achso, ja, das ist die Tür, die ich zerschneiden muss, ja, das weiß ich. Weiß ich, anscheinend kann ich die Fragezeichen nicht anklicken. Übrigens läuft das gerade für mich gefühlt sehr flüssig. Flüssiger läuft noch Sims. Mit über 10 FPS darüber bin ich sehr stolz. Darauf bin ich sehr stolz, muss ich sagen, nicht darüber. Wo liegt denn diese scheiß Zange nochmal? Keine Ahnung, aber wir schaffen es schon irgendwie. Ich weiß nicht mal, ob ich das diesmal durchspielen kann, muss, will oder nicht. Werde ich sehen. Mal gucken. Oder muss ich das jetzt angucken? Können wir mal probieren, das mal anzugucken? Nochmal probieren. It's holding with the wires. Ah, gut, danke schön. So, dann gucken wir nach unserer Zange. Ja, ich weiß, das ist so sinnlos, aber ey. Dankeschön. So, wo ist denn die? Ich war hier schon mal drinne. Achso, Inventar, ja, ist klar. Brauche ich nicht. Gerade. Such gerade die Zange, wo ist denn die? Ah, da ist er. Ernsthaft, das ist echt sehr simpel. Oder hat die sich bewegt? Gott, wie der läuft, das ist so abgehackt. Ich will diese Schrauben, oder muss ich das erstmal ins... Schmeiß ich das mal hin? Ja gut, ich habe das jetzt im Inventar. Super. Ja, ich weiß, ich muss das mit der Schraube machen. So, super. Jetzt nehme ich die. Pack die da hin. Tada! Wir haben ein Ding hier. Oh Gott, sieht das scheiße aus. Ich bin über eins bin ich ziemlich froh. Solange ich gespielt habe und ich habe es auch bei Corrupted gesehen, ja. Aber ihr müsst wissen, ich bin Goldfisch. Ich merke mir so einen Scheiß nicht. Ich lasse ihn jetzt fallen. Tschüss. Tschüss. Aber atmosphärisch ist das nicht schön. Bei Corrupted noch selbst hier irgendwie einen Gegner gesehen. Deswegen bin ich, muss ich sagen, ziemlich ruhig. Wo ist denn dieser scheiß Lichtschalter? Gab es überhaupt einen Lichtschalter? Gott. Kann ich dich hier aufmachen? Ich glaube schon. Weil es einfach nur so dieser komische Raum hier ist. What the hell? Bist du einfach angegangen? Alles klar. Gott, das überzeugt mich jetzt doch vom Gegenteil. Es ist ja wirklich ziemlich gruselig teilweise, wo ich sage, jetzt habe ich doch einen Schreck gekriegt. Achso, hier die Notizen. Wir wollen alle drei Notizen lesen, dafür gibt es einen Erfolg eigentlich. Und irgendwie soll man das hier kurz schließen können. Ich weiß nicht wie. Ich kann nicht mal damit interagieren. Ah! Beschissen. Wie soll ich denn hier was machen, wenn du nicht interagieren kannst? Gott. Nee, ich habe gerade ausprobiert, ob ich die Datei überhaupt speichern kann. Ja, geht. Super, ne? Okay, wir gehen jetzt einfach mal runter. Ich habe
Und übrigens, ich bin bis hier hingekommen letztes Mal. Nach 4 Stunden Spielen, ich habe dann einfach nur diese Wand angeglotzt. Weil es nicht besser ging. Ah, es geht schon wieder scheiße. Ich habe nur noch 4 FPS. Ah, hilf mir. Ja, ist gut. Frage ist dann natürlich, wo ist der Kerl? Atmosphärisch ist er sehr schön. Oh, es gibt den Kerl, ich habe den nur noch nicht gefunden. Ja, ich glaube, hier gibt es gar nicht. Wir laufen jetzt mal hier durch. See if the light switch is working better. Ja, ist gut. Ich habe mich schon wieder vor deiner scheiß Stimme erschreckt, Vollpfosten. Ich erschreck mich nicht vor diesem scheiß Sound, na gut, auch. Ich erschreck mich hier mehr vor dieser scheiß Stimme von dem Kerl. Finde ich auch sehr witzig. Irgendwo witzig, aber es ist auch irgendwie... What the hell? Es sieht aus, als wäre da unten eine Leiche. Achso, stimmt ja, da ist eine Leiche. She's dead. Nein, wirklich. I don't want to look at her face. Sie ist tot, das glaube ich gar nicht. Ach, willst du nicht anglotzen? Ich weiß, sie ist nicht besonders hübsch. Ach hey, hier ist ja irgendwas. It's the address of this house. Ekelhaft. Was she invited here too? Ich weiß nicht, ob er das hier genauso verschwommen sieht. Ja, ist gut, das haben wir dann gelesen. Zurück. Zurück. Sehr schön, ich weiß nur nicht, wofür der Schlüssel war. Da! Das will ich, dass hier so schnell durchkam, aber... Atmosphärisch und auch musikalisch finde ich eigentlich ganz gut gelungen. Also, auch wenn ich ehrlich gesagt gerade wenig weiß, was ich hier eigentlich tun muss. Also, warte mal, die Tür kann ich gar nicht aufmachen, da ist kein Türknauf. Warst du in diesem Raum? Ich weiß es nicht. Ach nee, wir sind ja hier wieder draußen. Ich habe mich ernsthaft gerade vor diesem Reifen erschrocken und dachte, da ist jemand. Ja, stimmt, hier ging es heraus. Warum wurde das einem jetzt hier gesagt? Ich mag sowas auch nicht. Ah, hier ist ein Holzvieh. So. Ich kann mich nicht richtig drehen. Ah, scheiß FPS. Ah, das ist wirklich das Gruseligste hier. So. Wieso ist eigentlich das Fenster dunkel und das da hell? Will ich es wissen? Das war dunkel. Habt ihr gesehen? Es ist dunkel. Ja, mach doch einfach auf, Mensch. Mach auf. Warum machst du das wieder zu? Gott. Ah, hier ist noch der andere Brief. Das da. Ja, ist gut. Das ist dieses komische Zeug hier. Ach. Nein, wirklich. Ich dachte, das wäre voll funktionsfähig. Scheiße, wie ging es weiter? Wir haben den Schlüssel noch. Also musste irgendwas, war der ja gut. Die Frage ist, wofür? Ich habe keine Ahnung. Da hinten leuchtet die Stadt. Kann man hier springen? Ja, gucke, da hinten ist die Stadt und ich kann scheiße springen. Locked. Ist verschlossen, alles klar. Warte mal, I ist in Wetter. Nein, das wollte ich nicht. Locked.
kann ich jetzt das... Okay, das bringt die auch nicht. Alles klar. Kann ich nicht da drüben noch in die Tür rein? Weil ich bin wirklich... Ich habe es zwar gesehen, aber ich habe keinen Plan, wie es weitergeht. Ich bin auch gut, ne? Nee, hier können wir wirklich interagieren. Mal gucken, können wir hier... Kommen wir hier rein? Raus? Nee, ist einfach nur so da. Ist Deko. Alles klar, ist Deko. Gut. Also wir müssen ja irgendwie die Leiter da bauen. Die Frage ist jetzt, wie? Und wozu war dieser verdammte Schlüssel? Und wo ging es nochmal rein? Ich habe mich verirrt, schätze ich. Weil ich verdammt blöd bin. Für den Augenkrebs entschuldige ich mich schon mal. Aber man ging es dahin nicht. Wir waren schon hier, ist einfach mal alles ab. Jetzt mal ganz realistisch. Könnte man jetzt nicht einfach so ein Ding nehmen und das stapeln und rüberspringen? Nee, gehen wir hier rein. Jetzt habe ich wirklich Schiss. Weil ich nicht weiß, wie es hier weitergeht und warum. Ob ich nicht doch noch gejumpscared wäre. Wieso tue ich mir so einen Scheiß an? Warum? Es gibt hier keinen Gegner, es gibt hier einfach keinen Gegner. Sag's dir einfach, dann wird's auch wahr. Was ist das? Das ist ein komischer Schalt, Kreis, Zeugs, Dings da. Why is everything always locked? Ich weiß nicht, weil du hier nicht raus sollst. Ich wollte irgendwas erzählen und ich hab's vergessen. So. Ich bin in Pflanzen gefangen. Ich finde immer doof, bei Horrorspielen zu cutten, weil wenn man jetzt ständig stirbt oder sowas, dann wenn man ja schon irgendwie die Atmosphäre und so einfach. Und wo zur Hölle bin ich rausgekommen? Ich bin doch hier irgendwo rausgekommen. Ich bin jetzt das halbe Grundstück abgewatschelt. So viel zum Thema Schneiden und Horrorspielen. Ich denke, bis ich das wieder gefunden habe, werde ich euch verschonen mit dem Ding. Dann wird es ein bisschen kürzer, ihr könnt es besser sehen und ja. Also würde ich sagen, bis später. Ernsthaft. Alles klar. Ach Leute. Bin doch dämlich. Dumm und dämlich. Übrigens, wen es interessiert hat, was da oben stand, das war irgendwie was mit irgendeinem. Ja, so ein Zeug, dass das Ganze baufällig ist und so. Und dass man diese Dings irgendwie. Was ist das überhaupt? Ich frage mich das immer noch. Genau, hier sind, haben wir die Notiz. Eventuell auch eine Sammlung.
Ja gut, wir lesen mal. Offiziell. Gut. Warte, da war die Notiz. Nein. Komm wieder her. The fuse box opener is locked in the old house in my duffel bag. Alles klar, in der Reisetasche, toll. Packen wir es weg, so. Jetzt haben wir ja eigentlich alles gelesen. Okay, jetzt müssen wir die Reisetasche suchen. Oh. Oh, Taschenlampe. Stimmt ja, die gibt's ja auch noch. Und es ist wirklich komisch, wie man die hält. Kann ich die jetzt einfach wegpacken? Nein. Sehr, sehr, sehr viel später. Was soll ich damit? Was soll ich damit? Wozu? Warum habe ich so ein scheiß Ding in der Hand? Es gab schon immer sinnlose Sachen hier. Da, ich habe gefunden! Ja, ich weiß. Wir haben noch einen Schlüssel. Ah, hier ist das Schuh draus. Das Problem ist, ich muss seit einer gewissen Zeit aufs Klo. Den Schlüssel sollten wir vielleicht wieder mitnehmen. Warum, weiß ich es auch nicht. Da ist diese Sporttasche. Warum kann ich jetzt nicht drauf zugreifen? Hallo? Ah, ich habe gerade weg. Genau, das ist das Problem. Wir haben. What's this? Ah, das da. Ah, I believe this thing can open fuse boxes. Das weiß ich auch, kann ich nicht sagen. Ah, ja, natürlich. Ja, natürlich ist es dann gleich wieder zu. Nein, warum machst du immer erst das Komische? Alles klar. These are already on. These are already on. These are already on. These are already on. Ah, honey, da. If the circuit trips again, first turn on the RCD switch. The smallest one, and then the rest of them. The orange one last. Make sure you first hear a click after you turn the RCD on. It may take a couple of seconds, otherwise it will trip again. Okay. RCD 240, test monthly. This switch looks important. RCD 240, test monthly. Yeah. These are already on. Ja, das. Ja, kannst du da mal. Ich weiß, dass die bereits eingeschalten sind. RCD. Aber ich meine, das ist der definitiv der kleinste. These are already on. Ja, ist gut. Ist gut, aber ich will ihn ja ausschalten. Den da. Ja, das haben wir kapiert. These are already on.
Nicht mehr hören, nicht mehr hören. Gott, langsam kann ich es nicht mehr hören. Ich kann noch nicht näher ran. RCD 240. Test monthly. This switch looks das important. Habe ich kapiert. Das ist so eindeutig der kleinste Schalter. Warum kann ich den da nicht so verwenden? RCD 240. Test monthly. This switch looks important. Brauche ich irgendwas dafür? Brauche ich dafür einen Zettel? A library card belonging to Helen Woodward. How did it get here? Ja, die haben wir schon getroffen. These are already on. Ja, ist gut. Können wir. This are on. Gott, muss ich da direkt drauf ziehen? RCD 240. RCD 240. Test monthly. Das ist, glaube ich, den total Schnuffe. Ja, das sieht wichtig aus, aber warum kann ich den dann nicht drücken? Hallo? Oder muss ich da irgendwie IE, whatever? Ich drücke es einfach mal. Nee, das wollte ich nicht. E, A, R, S, T, U, V, W, was? Nein, das war nicht das geplant. Ah, shit, jetzt bin ich zur Seite gegangen. Ich habe die Flashlight benutzt. Dass das important aussieht, das ist mir schon klar. RCD 240. Also das ist Test monthly. This switch ja Mensch, important. Du Vollpfosten. Also im Grunde genommen sind wir kein Stück weitergekommen. Ich kann keinen davon anschalten, an oder aus. Ich weiß, wir sind nicht zurück. Wir haben einiges geschafft, diese Folge. Wirklich. Ich gucke jetzt nach, das reicht. So, ich habe mein Spiel zwischenzeitlich ein bisschen abgestürzt, aber es ist nicht schlimm. Ja, das weiß ich auch, wie es weitergeht. Und ich bin da schon zigmal dran langgelaufen, aber wie ihr wisst, ist alles buggy bei mir ein bisschen. Scheiße. Es buggt gerade schon wieder. Ich habe 1 FPS. 0. Toll. Also wie ich sagte, es ist ein bisschen buggy bei mir. Und wahrscheinlich hat es irgendwie nicht funktioniert, wie es soll. Ich habe schon wieder nur 0 FPS. Ach, weiß ich, nehme die Taschenlampe wieder mit. So, dankeschön. Muss das nicht angehen. Hier ist die Leiche. Ich habe blöd gespeichert. Ja, ich weiß. Ich weiß. She's dead. Nein, wirklich. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. It's the address of this house. Ja, was gut. She invited here too? Ich komme hier gerade nicht weg. Dankeschön. Hallo, ich spiele gerade mit 5 FPS und bin stolz drauf. So, jetzt müssen wir hier rauskommen. So. Finally out of the house. Ja, ist gut. Da müsste die Schlüssel eigentlich. Ja, ist gut. Wenn ich jetzt hier noch rennen würde. Locked. Ja, nee. Kannst du auch erstmal das Sinnvolle nehmen. Gott. Das ist ein schöner Effekt, ne? Das ist schön hier, das Ding. So, jetzt holen wir uns das, was wir haben wollen, und zwar die Leiter hier, damit wir fliegen können. Und dann ist auch das Geschichte. So, komm mit. Komm mit. Genau, komm mit. Fein. Also hat. Ich gucke nochmal in der Aufnahme. Ich glaube, das hat er aus irgendwelchen Gründen gepackt. Warum auch nicht? Mein Rechner heißt nicht umsonst Buggy. Ja. Der hat ja eigentlich ein Upgrade gekriegt, dass er ein bisschen schneller ist, damit ich überhaupt Minecraft spielen kann. Und jetzt könnt ihr euch mal denken, wie das war.
Minecraft. Wenn du was? Du sollst hochklettern, du Vollpfosten. Kletter hoch. Du, warum kletterst du nicht hoch? Kannst du nicht hochklettern? Was ist dein Problem? Alter. Bei Minecraft geht das immer so. Hier geht's raus, ne? Jo. Alles da. Will nichts sagen. Jesus. Scheiße, wo war Schiff verspringen, ne? Scheiße. Ich bin jetzt nicht wirklich gestorben, oder? Bitte sag mir, ich hab's geschafft und ich ist gestorben. Das wäre doof gewesen. Ich glaube, ich bin gestorben. Nein! Also offiziell, ich hab's geschafft. Damit beende ich den scheiß Part und denke mir so, scheiße. Wir sehen uns. Bis dann.